Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Das kenne ich. Looten! Du musst es looten! Neue Mission, nichts zu verlieren. Und damit herzlich willkommen bei Elex 2. Oh, schön, oh, schön. Huch, wir sehen aber brav aus heute. Gesichtscreme genutzt. Und hier noch ein Foto meines Sohnes. Auf diesem Foto war Dex glücklich. Das war so das eine Mal. Da hat er einmal gelacht. Aber er wusste nicht, was das ist, diese Animation in seinem Gesicht, wollte ich sagen. Er wusste gar nicht, was ist für eine Reaktion, weil er das noch nie gemacht hatte vorher. So. Übrigens, hier ist auch noch ein Gesicht von deinem Sohn, als er glücklich war. Bin glücklich. So, da hat er noch einen Ball. Ach, schön. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Nico Bellic. Entschuldigung. Oh, das ist aber unangenehm. Wenn du aus Versehen auf dem Felsen stolperst und deine Haut verlierst. Oh, das ist... Oh, ärgerlich. Aber das Sandwich ist noch gut. Das nehme ich noch. Das würde ich noch ganz... lecker. So, handgemacht. Zauberspruch. Ritzen. Du fügst dir selbst Schaden zu. Hä? Fähigkeit. Hau dir in die Fresse. Hä? Fähigkeit, spring doch vom Dach. Hä? Okay, Stufe 0 noch nicht gelernt. Stufe 1 Ritzen gelernt. Was? Was? Radius 5 Meter? Ist das dann so... Wie so ein Rasensprenger oder was? Ich hab Fragen. Ich hab einfach Fragen. Was ich euch schon immer mal sagen wollte, ne? Nur damit ihr es wisst. Ich bin nicht gut genug. Ich kann mich so gut in den Hauptcharakter reinversetzen. Es ist so immersive. Korrigiert er gerade seinen Penis? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist noch der Hybriden-Penis. Was? Entschuldigung, ist einfach... Ah, ist das schön. Ist fertig? Ah, es dauert euch noch ein bisschen. Bevor X-Hamster gesperrt wird. Ich lasse den mal in Ruhe. Ich brauche Intelligenz, Leute. Ohne Intelligenz... Was? Warum? Was? Warum passiert mir das? Warum passiert mir denn immer sowas? Das kann doch nicht, das ist doch nicht... Das darf nicht, was? Hör auf damit! Ich glaube, der riecht an seinem eigenen Arsch. Ich glaube, guck mal. Der will seine Furze schnüffeln. Ich... Okay, jetzt, ich geh mal... Ich nehme das Dosenfleisch trotzdem. Oh, puh. Gott sei Dank geht's wieder. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, da guckt gerade niemand zu, der eventuell... Hey, ich hörte, du bist auf einer Mission, die Bastion wieder auf Vordermann zu bringen. Kann ich mitkommen, Vater? Oh, ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Ach, komm schon. Ich werde mich auch nicht allzu weit von dir oder der bekannten Gegend hier entfernen. Ja? Und was ist, wenn wir von wilden Tieren angegriffen werden? Du wirst schon auf mich aufpassen. Komm schon, bitte. Aber du hörst auf das, was ich dir sage. Klar? Ja, ja, ich bin auch ganz still und halte mich im Hintergrund. Na gut, dann komm mit. Aber bleib dicht hinter mir, okay? Oh nein, der Junge ist jetzt dabei, ne? Oh, ist das schön einfach. Ist das schön. Oh, ist das schön. Mein Sohn, wenn du mal erwachsen wirst, dann wirst du nicht gut genug sein. Egal, was du tust, egal für wen, es wird niemals gut genug sein für andere. Verlass dich drauf. Das ist kein Problem.
So. Mal ist die Musik zu laut, mal ist sie zu leise. Du spielst immer das Falsche. Und egal, was du tust, es wird nie richtig sein. Es ist einfach... Gewöhn dich schon mal dran. Warte. Jesus, Jesus, du warst voll okay. Jesus, Jesus, every time we play. Ich wollte mich da gerade reinhocken. Ich wollte... Es ist zugefroren. Es ist zugefroren. Das ist sehr kalt. Das, ihr kennt das ja. Schon das... Okay, die eine Sache, die mich das einzige Mal gestört hat, war, wenn die Luft hauen und mich trotzdem treffen. Was macht man mit seinem Bein? Das ist gerade noch mal gut gegangen. Was? Das beruhigt mich aber. Der ist noch nicht tot, ne? Nein! Was ist denn mit dem Fallschaden hier? Was ist denn das für ein Fallschaden? Was ist denn das für ein Fallschaden? Symbol von Ravak? Wer ist das denn schon wieder? Ravak, Ravak, Ravak. Er ist ein Roboter, er weiß es nicht besser. Geht es weiter? Ein Kampf. Alter, zwei Schläge weg. Alter. Ja, das ist Piranha Bytes Games. Das ist normal. Entschuldigung, ich wollte nur mal gucken. Ich muss das ausprobieren. Wieso hing ich denn an der Wand wie Spider-Man? Hä? Sag, wann geht das denn? Okay, das sollten wir erstmal lassen. Ich glaube, das sollten wir erstmal lassen. Man kann schon Pech haben. Puh, One-Hit-Wonder. Ach, guck mal, Droni ist auch wieder dabei. So. Ich habe mich zum Trocknen aufgehangen, mein Sohn. Guck mal. Guck mal, wie toll dein Papa klettern kann. Väter, die in der Jugend keine Selbstbestätigung bekommen haben. Guck mal, wie schön ich das kann. Guck mal, ich kann auch seitwärts. Guck mal, hier. Schau mal, was ich kann. Wie komme ich hier wieder weg? Ah. Cool. Das, hat gut funktioniert. War genau, was ich wollte. So, ist da noch irgendwas? Was ist denn mit diesem Roboter? Junge, ich zieh deine Schrauben nach. Boah, was macht ihr denn? Hat der mich erschrocken gerade? Alter, ich mach gar keinen Damage bei dem. Was? Begieß mich mit einem Froschleich, Senpai. Ich sag nie wieder was. Ich werde nie wieder was sagen. Das machst du nicht ungestraft. Doch, das macht er ungestraft. Ciao. Okay, nochmal. Was? Warum schreit ihr denn? Hä? Hab ich extra gemacht. Ich habe ihn extra komplett abstürzen lassen. Fand ich halt lustiger. Ich wollte mal gucken, wie das ist, wenn er so Splash macht.
Rot. Alter, hör doch auf mit deinem scheiß Jetpack, was ist denn mit dir? Oh, da ballert ihren Jetpack-Sound einfach ins Ohr. Junge, 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 da schlafe ich erstmal bis zum nächsten Morgen. Oh, die macht mich kirre, die Frau. Reibt er sich an ihm? Weißt du was? Scheiß drauf. Ja! Hier hast du deine Splitter zurück. Ein Bier unter Freunden ist mehr. Ist mehr wert als ein paar mickrige Splitter. Bitte verschon mich mit deiner Oma. Ganz genau. Wie dem auch sei, ich bin mal wieder auf meinem Posten. Man sieht sich. Nicht schlecht. Wieder eskaliert. Wieder einfach im Hintergrund eskaliert ist. Nice. Und das ist ein echtes Problem. Oh nein. Hä? Viele hatten dort Geschäfte zu erledigen oder mussten irgendwas mit Red besprechen. Jetzt kommen alle damit zu mir. Das hörte sich gerade ein bisschen an wie... What are you doing, Stepbro? Hat sich so ein bisschen so angehört, ne? Wie lange ist der Anschlag her? Oh nein! Es ist jetzt einige Monate her. The Odal? The Oval. Ah, das, ja, das stimmt, The Oval. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Statt Orwell haben wir Oval. Nice. Sehr, sehr schön. Oh, ich mag diese ganzen Popkultur-Anspielungen. Leider bin ich da immer... Oh. Immer für zu haben. Das dürfte wohl... Anspielung auf Conan sein. Conan, the Vegetarian. Fleischfresser der Vegetarier. Was ist denn... Was ist was... Bitte was? Bitte was? Schön. Das hier scheint die Quelle der giftigen Gase zu sein. Ich sollte Scrappy davon erzählen. Was? Heiltrank nicht funktioniert? Aber der Heiltrank! Ich habe nicht drauf geachtet, aber der Heiltrank! Wenn wir ganz viel Pech haben, müssen wir zu den Morgons. Die haben auf jeden Fall welche. Hm. Oder das ist die Con von Mr. Morgame, die Morgon. Kann natürlich auch sein, ne? Wenn die Sache vom Tisch ist, könnte ich dich auch nach Caracas mitnehmen. Willst bestimmt nicht ewig hier versauern. Na sag schon, ist das nicht? Schlag ein! Warum habe ich gerade fliegende Scooterhaare gesehen? Bevor wir mit dem Training anfangen, herhören! Mir ist nicht entgangen, dass ihr die Waffenpflege schleifen lasst. Kratzen die sich alle auf das einmal? Das ist nicht hinnehmbar. Rost ist schlecht. Was? Unachtsamkeit ist schlecht. Aber Ersatz gibt es nicht. Ist das ein Ballett? Jetzt? Los! Ich will gleichmäßige Bewegungen sehen. Keine Lücken im Ablauf. Routine ist alles. Im Kampf wird euch die Zeit zum Nachdenken fehlen. Der Feind bestraft jede Nachlässigkeit. Hey, Junge, pack fest dazu. Das ist nicht der Prügel von deinem Opa. Was? Was? Bitte was? Nicht nachlässig werden. Immer auf die Umgebung achten. Schützt euren Kameraden. Das gefährliche Ende immer auf den Gegner. Was wird das da hinten? Brichst du mir zusammen? Oh nein! Nein, Herr Kommandant. Was? Wir haben eine Quest gelöst ohne Folgequest? Oh, ist einfach nicht so schön. Warte kurz. Warte. Ja, Mama. Ja, ich habe eine Quest. Ja, bei NX2, ich habe eine Quest gelöst. Ja, wirklich. Ich komme morgen vorbei mit Champagner. Ist so schön. Endlich! Gibt es noch etwas, was ich für dich Oh no. Mama? Mama, bring den Champagner wieder zum Aldi. Es dauert noch. Oh no.
Gibt es noch etwas, das ich für dich tun kann? Du hast ja mitbekommen, dass uns Werkzeuge fehlen. Normalerweise würde ich mich selbst darum kümmern. Aber du kannst dir sicher denken, was passiert, wenn ich die Felder unbeaufsichtigt lasse. Du hast also eine Lösung. Ja, auch wenn unser feiner Schmied glaubt, er könnte sich einen schlanken Fuß machen und lediglich... Schlankenfuß! Aber er irrt sich. Da aus Goliath keine Werkzeuge zu erwarten sind, ist es seine Aufgabe, mir welche anzufertigen. Du kennst ihn ja bereits. Und ihm auf den Zahn zu fühlen, sollte dir nicht weiter schwerfallen. Kann ich auf deine Unterstützung zählen? Denk daran, nope. Mein Wort hat Gewicht. Es wird sich für dich bezahlt machen. Ich gehe für dich zum Schmied. Der feine Herr Reik. Kollege, da ist noch immer was in der Flasche. Dann trink schneller, wir haben was zu klären. So? Dann lass mal hören. So sah es halt aus, als ich Skyrim falsch gemoddet habe. Ich wollte es nur sagen. Die drei Schnüffler. Ich hätte jetzt vielleicht die drei Punkte erwartet oder so. Wir übernehmen nicht jeden Fall. Erster Detektiv Justin Bones, zweiter Detektiv Petra Craw. Recherchenarchiv Bobby Armbruse. Unser Dosentelefon ist rund um die Uhr erreichbar. Oh, ist das schön. Oh, wie süß. Oh, ist das süß. Ja, na klar, die drei Fragezeichen, das wussten wir die ganze Zeit. Aber das ist schon schön. Das ist einfach schön. Freue ich mich. Die kann man später spawnen, dann kämpfen die für einen. Der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Willst du mit dem weggehen? Wie wär's, wenn du nicht auf dem Mikro... Geh weg. Ich mach gleich weiter. Moment. Sekunde. Kurze Pause. Ich hasse die so, ne? Oh, ich hasse die Viecher so. Okay, sie sitzt jetzt auf der Tastatur vom Streaming-PC und rennt über die bunten Tasten. Sitzt gerade auf dem I. Und guckt. Ja, warte. Welches Wort tippt sie? Menschheit? Nur du kannst sie retten. Hä? Okay, sie ist hinter der Tastatur. Ich glaube, ich kann weitermachen. Ich glaube, ich kann weitermachen. An wen erinnere ich mich gerade? Ganz ehrlich, sein Kopf mit der Brille sieht aus wie ein Emote. Der sieht aus wie ein Emote, der Typ. Guck doch mal. Okay. Huch, Alter. Psst, nicht so laut. Mach das schon down. Nein! Oh, Alter. Die machen halt noch Damage, ne? Also wir waren dafür, dass wir nicht so gut sahen, waren wir schon ganz gut. Ich brauche unbedingt Rüstung. Wir kriegen halt sofort eine reingemergelt. Oh, please. Oh, nein. Ab jetzt wird's unangenehm für uns alle. Oh, nein. Hey. Hey. Ich würde sagen, das war ein ganz enges Höschen, was? Machst du das immer so?
Nur donnerstags. Aber ich dachte, ich mache heute mal eine Ausnahme. Welchen Wochentag haben wir denn gerade? Ganz knappes Höschen, sagt er, ja? Ganz knappes Höschen. Wer bist du? Nenn mich Fox, so wie alle anderen auch. Ich bin Krieger, der Berserker. Fast jedenfalls. Warum fast? Ach ja, die Leute im Fort würden sich vermutlich wohler fühlen, wenn ich auf ewig ein Werker bleibe. Ach Quatsch, du verarschst mich. Du kennst Kaya? Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Ach, sieh an, sie kann ja sprechen. Tja, die Natur holt sich am Ende alles wieder zurück. Der redet sehr relaxed, ne? Der redet sehr relaxed. Ganz kurze Insider, ganz kurze Info. Der Björn meinte dann zu mir, dass ich immer mehr so für die, hört sich komisch an, aber ne, dass ich immer eher so für die Bud Spencer-Rolle gecastet werde, so. Und er wollte die Terence Hill-Rolle probieren, weil er meinte, die passt halt, würde auch gut passen. Und das war so die Vorlage dafür ein bisschen. Nur so als Denkanstoß. Weiter geht's. Ja, ich komm schon. Huch. Also eins ist schon mal klar. Mithalten kannst du offenbar einigermaßen. Ganz passabel für so einen alten Mann. Hey! Wenn du das sagst. Und das von dir? Aber wie sieht's bei dir mit Langstrecke aus? Kommt darauf an, was du damit meinst. Einmal quer durch Tavar. Wie wäre das? Kriegst du dann schon lahme Füße oder hältst du das durch? Ich warte mal kurz auf den Kampf. Warte mal kurz. Hast du dich gerade alt genannt? Klingt vernünftig. Naja, vielleicht ein bisschen verrückt, aber hey, wer ist das nicht? Naja. Ich mag den Charakter. Der ist irgendwie nett. Aber ich mag den, weil er nett geschrieben ist. So. Tja, was soll man da noch sagen? Wir haben schon genug geredet. Genau das wollte ich gerade sagen. Also, dann bis neulich. Und tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Schieb ab. Ja, schon weg. Nicht schlecht. Nein! Oh, Alter! Oh, nein! Oh, nein! Jetzt hat er uns erwischt mit der Kombo. Wieder mal. Oh, fuck! Alter! Ist das nervig. Okay. Die Berserker im Fort sind manchmal schon sehr speziell. Darum ist es ja auch so toll, dass ich jetzt bei euch in der Bastion herumhängen darf. Bin schon gespannt, was mich als nächstes erwartet. Nicht nur du. Ja, ein bisschen merkwürdig ist es schon. Es ist schon trotzdem ein bisschen merkwürdig. Aber ich kann damit leben. Bin eigentlich ganz zufrieden. Ich bin heilfroh, ja, ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich bin heilfroh, dass der Fox trotz gewisser Synchronsprecher dass er so gut ankommt bei den Leuten. Bin ich heilfroh. Auch außerhalb der Bubble bis jetzt nur Gutes gehört. Alles, was ich dafür bräuchte, ist ein Partner, wie du es bist. Warum gerade ich? Na, mit deinem Riechkolben kann man die Erde gut umflügen. Das spart mir das Arbeitsgerät. Klappe halten. Ja, jetzt schön. Huch! Oh! Seven of Nine! Wächst der Baum hier direkt durchs Glas? Was Bäume so können? Mach dich bereit. Ja, mache ich. Hinfort! Boah, wir sind so ein gutes Team, ne? Wir sind so ein gutes Team. Als hätte man jemanden geklont.
Du bist eine Feder. Das Leben ist leicht und unbeschwert. Ein leichter Sommerwind trägt dich über die Landschaft. Das Land ist grün und saftig, so wie du es bist. Alle deine Probleme verschwinden und die Welt wird klein und unbedeutend. So wie du es bist. So, schönes Programm. Schönes Programm. Ah, schön. Okay. Ob er hinein darf oder nicht, hast du nicht zu entscheiden. Dann bring ihn zu Kahn. Soll er sein Schicksal bestimmen. Ganz wie du willst. Du wirst bei mir bleiben, dass das klar ist. Mir nach. Wir kommen hier später nochmal wieder. Ole, 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 ole. Was ist geschehen? Ich weiß nicht, was los war. Was ist mit Fox? Der ist auch Jäger? Schon, aber da erntest du vermutlich nur dumme Sprüche. Hä? Das würde dich nur irritieren. Was soll das denn? Es gibt bestimmt auch noch eine Menge anderer Kandidaten, aber... So. Hör doch! Warum? Mein Ohr, ich hab mich voll erschrocken! Warum macht ihr denn sowas? Bist du so laut? Ja, ja, ist gut. Und jetzt verschwinde. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Geht klar, Chef. Geht klar, Chef. So rum. Oh, ich bin gerade weggeflogen. Ich bin gerade weggeflogen. Ich habe den gerade von links gehört. Na, scheiße. Hab den gerade noch gehört und dann bin ich natürlich Schnellspeicherung. Ja. Ja, doof. Hm, nett. Kann ich hier irgendwo mit meiner Schrankwand einziehen? Ja, das würde gehen. Du kannst deine scheiß Schrankwand einfach hier auf den Weg stellen, wenn du willst. Du alter Kacker. Voll der Akte X-Frosch. Oh, nee. Nee. Der ist noch zu over. Ich setze. Fortsetzung? Fortsetzung. Ja, zum Beispiel statt Baumstämmen würde ich aber einen Ast nehmen zur Sicherung. Was ist mit deinem Bein? Ist es beim Waschen eingelaufen, aber nur das eine? Darf man ja keine Witze drüber machen, aber war trotzdem lustig. Nein! Mach dich bereit! Nein, was? Du willst mich verarschen? Was für verfickte Viecher sind das denn? So, hier. Wo genau soll ich nach dem Spätrop suchen? Am besten du konsultierst deinen Adjutor. Ich habe dir ihre möglichen Standorte darauf geladen. Ja, hab schon gesehen. Noch halten sie sich im Hintergrund und operieren abseits der Wege. Wenn wir nicht wollen, dass sich das so bald ändert, dann sollten wir schnell aktiv werden. Okay. Wegen der Streitkräfte der anderen Gemeinschaften. Sag mal, was ist denn das hier für ein, Nehmt euch mal ein Zimmer, ihr beiden. Was ist denn, das ist, Guckt er ihn jetzt auch noch an, so tief in die Augen? Ich meine, okay. Ne, rund und bunt ist die Welt, aber hab jetzt nicht so spontan damit gerechnet. Aber das reicht noch nicht ganz. Ich weiß. Wir brauchen noch mehr Informationen über die Gemeinschaft. Was machen die beiden denn da? Was ist denn das? Was ist denn... Bessere Love Story als Twilight?
Dragon Age 2 all over again. Was ist denn hier los? Okay, gut. Vergiss nicht, deinen Teil der Abmachung einzuhalten. Sag mal. Ich weiß, deine Infektion. Ich arbeite daran. Ich glaube, die fressen sich gegenseitig. Das ist gar nichts Romantisches. Die haben beide Hunger. Okay. Was? Was? Hallo Piranha Bytes. Habt ihr das vielleicht noch als Artwork, als eingerahmtes? Kann man das, warum kann man das nicht im Piranha Bytes Shop als Gemälde erwerben? Oder? Also ganz ehrlich? Ich finde es furchtbar, aber interessant zugleich. Die süßen Kulleräugel. Ich meine, es gibt immer nur Erfahrungspunkte. Also ich würde, das würde ich, da wäre ich... Kein Glaube oder Schöpfer wird dich retten, wenn du in einen Lauf oder in ein paar Zähne guckst. Um sich den Spruch aus dem Ärmel zu schütteln, hat er sicher einen ganzen Nachmittag gebraucht. Typen wie dich habe ich ja gern. Ihr wisst nie, wann man den Mund halten sollte. Hä? Wenn du aber keiner dieser Waschlappen bist, komm morgen wieder vorbei. Vielleicht habe ich etwas für dich. Was soll das denn jetzt? Die Selbstversorgung. Aber was sie, dafür brauchen sie auf jeden Fall Leute. Nettes Plätzchen. Mhm. Ausgerechnet, das ist für dich ein nettes Plätzchen? Klar. Wenn du jetzt natürlich einen stehen lässt, revidiere ich meine Meinung. Als ob mal ein vernünftiges Wort aus dem rauskommt. Oh. Nettes Plätzchen. Ist das ein Kopf? Und Tentakel. Jens. Jens mit Tentakel und Fisch. Ist das ein Easter Egg? Das ist bestimmt ein Easter Egg. Also quasi... M.Klos. Das kommt mir verdächtig bekannt vor. Andi und Max. Max, ich klau dir mal deinen Burger, ja? Alter, der Max ist ja nur um Fressen. Max, was ist denn los? Cholesterinspiegel lässt grüßen. Oh, was ist denn da hinten los? Naja, typisch Max. Lockt mit seinen Essensresten die Viecher mal an. Man kennt es ja. So, da ist Marc. Hier ist... Oh, Björn und Jenny, guck mal. Die Kette. Ach so, ach, da haben sie jetzt ein Symbol von Kalan draus. Ach, schön. Oh, Doppelgrab. Zeig mal das Bild. Ich glaube, das ist Björn und das ist ein Penisknochen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hier im Hintergrund fällt gerade der Meteorit runter, eventuell damals auf die Erde. Guck mal, die süße Schnecke hier. Und da wohnt jemand im Auge. Das ist ein Roboter, glaube ich, ne? Oder? Wenn euch ein Typ mit blondem Haar und einem Poncho begegnet, glaubt ihm kein Wort. Und vor allem zahlt ihm nicht einen Splitter für seine ach so wertvolle Schatzkarte. T. T? Blondes Haar und Poncho? Arc Stanton? Das ist bestimmt ein Hinweis auf irgendwas, was mir gerade nicht einfällt, ne? Das ist bestimmt irgendein Easter Egg, was ich wieder nicht kapiere. Helft mir mal, bitte. Helft mir mal. Was auf Lager? Was hast du auf Lager? Sieh dich um. Ich sende gleich mal die Diagnostik-Data, wa? Das mache ich mal. Ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich wollte eigentlich jetzt durchgehend aufnehmen, aber dann, naja, dann ist es halt so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Wir sehen uns nächste Folge. Das ist ja jetzt doof. Scheiße. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Ich glaube beim Clown. Dafür ist das Clown nämlich gut. Ich mache immer Quicksaves. Das heißt, wir haben nicht allzu viel verloren. Naja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Scheiße. Sag ihm in die Fresse! Hä? Was war denn das? Also erstens, wieso hat er mich beim ersten Schlag getroffen? Aber gut. Das war sehr schön. Kann man doch auch anders lösen. Alter. Ich brauche eine Shotgun. Ich brauche eine fucking Shotgun. Junge, Junge, Junge. Vor allen Dingen, ich dachte, ich kann da durchrollen. Weißt du, Elden Ring, schön rollen, rollen, rollen.
Aber nein, wenn ich ja durchrolle, dann ich zerfetzt einfach im Schuss. Ich meine, ist klar, aber da habe ich jetzt anders. Ach, guck mal, oh, der ist aber schön. Oh, hier unten, das kommt mir wirklich gelegen. Hä, Alter, wo ist meine, ja, wo ist meine ganze Linie? Oh, ich kann nicht weg. Okay, das war ja wohl gar nichts. Okay. Der Söldner. Er war das. Okay. Ja, den würde ich gerne anheuern. Den will ich anheuern. Nicht unseren Shotgun-Charlie da drüben. Warum macht er nichts? Shit, ich wurde gerade nicht vor. Er stand halt auch wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Scheiße. Ein Bild. Das ist ein Bild von der Mama. Ja, da war die noch nicht so traurig, da hat die noch gelächelt. Das ist eine sehr süße Mama. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich glaube, es hat einen Arm gegessen. Da unten links liegt noch ein Knochen. Da unten, nee, oder also unten rechts ist vielleicht sein eigener Arm. Könnte ein Android sein. Auf jeden Fall war das bestimmt ein Menschenknochen, der da lag. Ich weiß das. Ich habe auch solche Knochen gemalt. Exakt so. Und vielleicht viel zu lange in meinem Leben. In der Schule. Bei mir guckten die irgendwann aber eher so aus Armen und Beinen raus. Die, also aus Resten von Armen und Beinen. Oh, warte, da hinten. Nö, nö, lass mal. Oh, Alter! Du alter Hustensaft! Oh, ich hasse den so sehr. Hat der mich gerade erschrocken? Ich dachte gerade, das Viech kommt hier hoch. Was ist das für ein Turm da hinten? Oh Gott, ich muss aufhören damit. Was ist denn dies? Was ist denn das? Wenn du nicht aufpasst, kann es sogar passieren, dass du bestohlen wirst. Was? Sowas hätte es zur Zeit des Hybriden nicht gegeben. Wer macht denn sowas? Die Lage anders. Wer macht denn sowas? Ist ja widerlich. Leute, das ist ja widerlich. So, 3 Schwefel, Wanderspezialisierung, cool. Toll, da kam eine Wache inzwischen. Hallo! Grüße Sie! Penner! Bulli, schaff's! Ja, das war wohl nichts. Da kam leider zwischendurch einer durch. Die Wache kam mir leider in den Weg. Was ist denn das hier eigentlich? Oh! Ah. Interessant. Ich wollte nur mal gucken, wie es da... Wow. Sehr kalt da unten. Müsste ich mal irgendwo eine Kiste legen. Ein uralter Ring aus einem Kaugummiautomaten. Wer ihn ins Feuer hält, erkennt einen in mystischen Lettern verfassten Spruch. Ein Ring, sie zu verspotten, sie alle zu verhöhnen und ihre hart verdiente Kohle auszugeben. Gut. Ich erahne ein Easter Egg. Huch, was ist das denn? The Planet. Save the Planet. Karl? Weiß nicht. So, schwarz ge... Wow. Wow. Okay, das ist sehr, sehr dark. Ich meine, ich verstehe es, aber das ist schon sehr, sehr dark. Oh, das ist, da muss ich, glaube ich, nicht erklären, was hier passiert ist. Der wollte Toast essen in der Badewanne. Schlimm. Heilige Popeilige. Oh, shit. Oh! Ich habe keine Rimmel. Ich muss dringend gucken, warte mal. Wenn ich lade, wo war ich? Habe ich oben gespeichert? Bitte sag, dass ich oben gespeichert habe. Ja. Ich will das mal ganz kurz üben. Okay, verstehe. Scheiße. Ich liebe das. Oh, ich liebe es.
Ich drück sogar noch F9, aber es geht gar nicht. Okay, hier sind kleine Hähnchen. Da ist eine Bushaltestelle. Als ob, das darf doch nicht wahr sein. Ich hatte ja eigentlich nur Kontrolle. Mist, ich komm nicht weg. Ich kam nicht weg, der hat mich gerade. Der ist ja so. Das ist ja kacke. Okay, warte mal. Fortsetzen. Das war ja richtig kacke. Was? Zwei Screens. Okay. Aha, aha. Auch zwei Screens. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, Spielentwickler. Ich würde sagen, hier war ein Spielentwickler ansässig. Teddybär da drauf. Hier lauter Gaming. Oder lauter Popkulturposter. Star One. Ja, erkennt man natürlich auch überall. Infinite Pipapo. Slam wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, hier ist ein Spielentwickler ansässig. Sehr dunkle Wände. Okay, Snackmaschinen. Energy Drinks am Rechner. Mhm. Mhm. Oh! Oh shit. Das war gar nicht sie. Okay, die sind richtig hart. Das Problem ist, ich habe hier gespeichert. Ich muss den Kampf jetzt auch machen. Weg. Wer schießt denn da? Ich habe leider ungünstig gespeichert. Ich muss den Kampf jetzt machen. Ich war gerade ein bisschen zu großkotzig, glaube ich, weil wir die ganzen anderen Banditen ausgeschaltet haben. Willst du mich verarschen? Okay, ich lasse sie erstmal. Ich komme später wieder. Leitbringer. Okay, jemand hat mich gerade erschossen. Oh, alles klar. Oh, wie cool. Wie cool das alles ist, ne? Kannst du knicken. Oh, schön. Der one-hittet uns einfach mit seinem scheiß Laser. Okay. Okay, ja. Okay, das war... Ich wollte es mal probieren. Junge, Junge, ich glaube, die sind stärker als noch im ersten Teil. Was? Was war das denn? Hä? Wie? Wir hatten den fast und dann... Hä? Was? Der One-Hitted halt ab irgendeinem Punkt. Das kann doch nicht sein. Oder war ich down gerade? Hat er mich vorher mit irgendwas getroffen? Ich hab doch Heiltränkchen getrunken. Heilige Scheiße, was ist denn mit dem? Ja? Natürlich, du machst das großartig. So, und jetzt habe ich zu tun. Aber nicht vergessen, jederzeit. Ja, sicher. Schönen Tag noch. So sieht's aus. Tja, das war zwar okay, aber ich denke, das geht noch besser. Ist das alles dämlich? Entschuldigung, das ist alles so doof. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Die haben aber auch immer Trinker. Ja, so ist es eben. Was soll ich dazu sagen? Starker Trinker. Schwefel. Oh, das ist Stehlen. Oh nein. Oh, das ist natürlich, puh. Kaya, kannst du bitte mal... Kannst du mal unterlassen gerade? Bitte, ja? Wir haben Zuschauer. Hier ist nicht angebracht. Kaya, bitte. Was haben wir da? Ein Donnerrohr. Hallo, Donnerröhrchen, zeig mal her. Donnerrohr... Okay. So, wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Oh! Nee, ich komme exakt genauso weit. Lul. Oh, liegt da wie ein Model. Oh. Starte zweiten Verbindungsversuch. Oh. 28-8er-Modem.
Zweiter Verbindungsversuch fehlgeschlagen. Starte dritten. Lass gut sein, diese Geräusche haben sich nicht gesund angehört. Oh, das 28.8er-Modem-Geräusch. Oh. Ich glaube, es war ein 28.8er, kein 14.4er. Damit habe ich mich früher. Ach Mensch. Meine schlauste Investition meines Lebens. Heimlich. Ich glaube, wie viel waren das? Ich glaube, 300 Mark. Von meinem. Naja. Ich glaube, so ein Bausparkonto habe ich, glaube ich, aufgelöst. Ich habe einfach die ganze Kohle abgehoben. Was meine Eltern für mich angelegt hatten. Und dann habe ich von der Kohle. Habe ich mir heimlich ein Modem gekauft. Und das war, glaube ich, der smarteste Move meines sehr, sehr jungen Lebens. Und damit habe ich mich dann in Mailboxen eingewählt und so weiter. Lange bevor es Internet gab. Ach, großartige Zeit. Und später dann bei AOL. Das war aber sehr viel später. Also ein bisschen später. Nicht so viel später. Ach, wie cool. Okay, ich wollte gerade ausweichen, aber da war schon zu spät. Die machen richtig Damage und machen nur Fernwaffen. Das wird übel. Das wird übel. Und mit der Shotgun auf Entfernung weiß ich nicht. Auf lange Distanz schwierig eher. Ich verstehe, was ihr in ihm seht. Aber reinen Gewissens kann ich ihn nicht empfehlen. Nein! Lasst ihn seinen Willen, die Werte der Morkons zu achten, mit Elixit aufwiegen. Was? Dann wird sich zeigen, ob er unser Vertrauen wirklich möchte oder nicht. Mit was? Danke für deinen Rat, Vlad. Du... Ravak segne dich. Ravak segne euch, Meister. Du hast es gehört. Vlad hat sich gegen dich ausgesprochen. Ich hätte dann... Der große Khan ist sehr enttäuscht darüber. Ja, ich bin enttäuscht darüber. Möchtest du beweisen, dass du wahrhaft unsere Lebensweise respektierst, wirst du etwas dafür machen müssen. Dieser Dreckshaufen hier unten von diesen Drecksleuten geht mir richtig auf den Piss. Weißt du was? Ich stelle mich nach oben und ich piss die Höhle voll, bis die alle ertrinken in meiner Pisse. So, das würde ich gerne machen. Vielleicht noch ab und zu mal eine kleine Wurst hinterher drücken, die wie so ein Entchen auf meiner Pisse schwimmt. Ja, und auf den Leichen der Morkons. So, das würde ich... Ich hasse diese ganze Brut hier unten. Was muss ich tun, um mich zu beweisen? Wie Vlad bereits dem großen Khan vorgeschlagen hat, wäre ein Geschenk an die Morkons Beweis genug. Ein Geschenk. Wenn du keine anderen Beweise für deinen Respekt vorbringen kannst, ist dies die einzige Möglichkeit. Ich möchte meinen Respekt beweisen. Nein, möchte ich nicht. Was hast du vorzubringen? Ein Splitter. 1000. Gibt es auch etwas anderes, was ich tun kann, als euch zu bezahlen? Du kannst auch mit Blut bezahlen, wenn dies dein Wunsch ist. Oh, interessant. Schilde, könnte ich im Kampf? Oh, ist das die Tutorial-Meldung? Ich benutze halt sonst keine Schilde. Entschuldigung. Schilde können ich im Kampf effektiv schützen. Blocke die Angriffe deines Gegners, um sie abzuschwächen. Je nach Schild verlierst du ein wenig Ausdauer und verminderst den erhaltenen Schaden. Okay, gut. Entschuldigung. Ich nutze halt sonst nie Schilde. So. Da haben wir jetzt den Buckelfitz hinten auf dem Rücken. Der schwebt da ein bisschen drauf. Guck. Ah, der ist bei uns in den Rücken gesteckt. Okay. Oh Gott, diese Freezes. So, hä? Was? Willst du mich ver... Was? Der kleine Kackbebe? Vor allem, wieso? Ist er mir gerade irgendwie irgendwo reingelaufen in den Schlag? Oder habe ich ihm einen Kill gestealt oder was? Oh nein. Oh nein. Oh no. Oh, please don't. Oh. Oh, schön. Okay. So. Hallo? Hä? Ich verstehe manchmal nicht, wo das Ende ist. Oh. Oh. Oh, no Crash. Via sorry for that. Das ist das erste Mal, dass das passiert. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich weiß nicht mehr wo. Omega-Lul. Ja, dann schicke ich jetzt mal Diagnosedaten. Sieh dich um.
So, da drüben. Oh nein, eine Technokröte. Eine Technokröte. Die nehmen wir aber auch mit. Die schaffen wir ja auch. Zu viel Cyberpunk gespielt, wa? Was ist denn? Wow. Das ist düster. Alter, wir ratten ja mal also, dieses Gesicht. Oh, holy shit. Ja. Das ist schon ein bisschen fies. Woher? Weil Skibor zu exakt diesen Zeiten seine Elex-Rationen zu sich genommen hat. Ich musste sie damals für ihn berechnen. Die Zahl, die fehlt, ist die 14. Ach so. Und ich bin sicher, wenn die drei anderen Zahlen zu keinem Ergebnis führen, wird die letzte unser Türöffner sein. Probier's aus. Dann werden wir sehen, ob ich recht behalten habe. Das ist ja wohl ein Witz. Und ich sitze hier und wollte schon mal vorknobeln, weißt du so? Ja, okay, 10, 32, 13, okay. Von 10 zu 13 zu 19, 10, dann 3 mehr sind 13, 6 mehr sind 19, aber dann passt die 23 wieder nicht rein. Hm, und die hintere Zahl, muss ja sub 3, Und ich habe hier ich dachte, das wäre wieder bei Intelligenztests, dass man die Reihe fortführen muss. Oh, Banditennachricht. Oh, ja. K-U-L-K, ja, klug, wir sind so klug, ja. Echt wichtig, wir sind so klug. Erst haben wir nachts die Kleriker-Idioten in ihrem Außenposten beklaut und dann haben wir alles in den Tresor in der Nähe vom anderen Ausgang gesteckt. So mussten wir mich nicht alles durch den ganzen Tunnel schleppen. 1, 2, 3, viele. So, die sind wirklich, die sind wahrlich sehr klug. Wie nennt man Viper am Abend? Viper fast Nacht. Lange höre ich mir das nicht an. Okay. Oh. Ach, Spinne auf dem Arm. Wo kommen die denn her? Auf einmal so eine mittelgroße Spinne gerade über meinen Arm gekrabbelt, hat voll gekitzelt. Bläh. Bin kein Freund von Spinnen. Der will eine Granate werfen, ne? Oh, Alter! Wow! Wow, der hat seine drei Kombinationen durchgezogen. Ich dachte, der bricht, wenn wir da reinballern. Aber leider, der hat durchgezogen komplett. Macht auch gut Damage. Okay, das ist der Typ, der kommt einfach her, aber der schlägt nicht zu, sondern man verliert einfach generell einfach AP in der Nähe von dem. Vielleicht stinkt der einfach. Nein! Shit! Oh, ich war zu übermütig. Ich wollte es unbedingt. Oh, ich war zu übermütig. Ja, Mann, ja, oh Mann, ich kann halt nicht. Was? Ich kann nichts machen! Was? Das sind aber mehrere Dinge übereinander. Diese beschissene Anzeige, die macht's halt völlig kaputt mit den Schildern. Die kommt halt mitten im Kampf einfach so unaufgefordert. Natürlich weiß ich jetzt, die Ausdauer nicht regeneriert. Aber das ist doch ein Risiko, was ich gerade eingehe. Nicht bei diesem Oh nein, weil die Maus drauf. Oh, ich hab das. Wie kann ich denn so dumm sein? Es ist die Hitze. Es muss einfach die Hitze sein. Ja, mein Gehirn ist überhitzt und da geht nicht mehr viel. Ich habe mich schon gewundert. Aber ich habe es nicht hinterfragt, warum das bei ihr geht. Aber die Maus war einfach drauf und deswegen war das so hell. Achso. Ich bin auch, hab auch so gegen den Rechner getreten, weil ich mich umgesetzt habe. Ja, gut. Ich meine, die sind machbar. Wir können es auch machen. Aber dann mache ich. Ich mache jetzt erstmal die Quest. Oh, liebe das. Ist schon nice. Diese komischen Flugviecher, da habe ich noch am meisten Respekt vor. Ich weiß nicht warum. Ich glaube wegen Doom.
Keine Ahnung. Ich denke mir immer, die ballern dann gleich Raketen raus. Wer sagt? Interessant. Na also, wer sagt's denn? Interessant. Na also, wer sagt? Na also, geht doch. Wer sagt? Geht doch. Na also, wer sagt? Interessant. Wer sagt? Interessant. Geht doch. Na also, interessant. Wer sagt? Na also, wer sagt's denn? Interessant. Na also, wer sagt? Interessant. Zum Glück hat sich das nicht angestaut. Oh, puh. Nein! Was? Kann nicht sein. Hatte keine Ausdauer mehr, glaube ich, ne? Konnte leider nicht. Naja. Lampe im Bad und Flur wechseln, ne? 4. OG, Wohnung Herr Samson. Herdplattendefekt, Austausch gegen ein Neugerät. Erinnerung, Kellerschlüssel liegt bei Biernot. Ja! Oh, wie schön. Oh, was für eine schöne Werner-Referenz. Oh, nice. Tu das Note, dass das hier so rumliegt. Eckhard Werner. Oh, schön. So gut bin ich leider nicht. Von der anderen Seite müsste ich nicht so hoch fliegen. Scheiße. Ups. Okay, also hätte fast geklappt, aber ja, leider. Ich weiß nicht genau, wie ich da... Wie komme ich denn da? Kann mich auch nirgends hinhängen, ne? Probier's nochmal. Okay, weird. Ich kann nicht F9 drücken. Wow. Oh, hi. Aua. Warum? Ach, guck mal da drüben. Kleiner Häscher. Oh, Alter, von der Laterne erschlagen. Oh, ist das böse. Oh, ist das böse. Liebe den Humor beim Game. Boah. Okay, ja, ich wollte durch, die haben mich nicht gelassen. Die haben die Treppe versperrt. Weh, also geh jetzt sofort. Und dann war vorbei. Ah, da ist Tor. Okay. Aber das ist witzig. Okay, er ist tot. Oh. Fights Establishment. Oh. Proletariat, erhebe dich. Was ist? Das ist der beste Tod aller Zeiten. Ich hätte gar nicht looten sollen. Der muss einfach so stehen bleiben. Der ist wie eine Statue einfach. Wow. Ich hätte ihn nicht looten sollen, damit er so bleibt. Voll geil. Fight the power. Was ist denn das für ein beschissener Kampf? Dass alle auf einmal angreifen? Was ist das für eine Kacke? Was willst du wissen? Können wir jetzt nicht alles lernen, irgendwie gefühlt? Hier fliegt immer so. Geh weg. Geht schon. Mann, hier fliegt immer so eine Motte rum vor meinem Gesicht. Dann los. Mann, hau ab, Motte. So. Na, Motte, geht's dir gut? Soll ich von Motte grüßen? So. Die macht ihre eigene kleine Motto-Show. Kleine Motto-Show. So, komm mal her. Ich will das. Hallo, Motte. Ich will das zwar nicht, aber. Sag mal, hau ab, Motte. Ich will das zwar nicht, aber. Naja, dann geht's nicht anders. Oh, der Arme. Guck mal. Oh. Tut mir fast ein bisschen leid. Armer Zukunftsgronk wurde einfach aus einer Pfütze vertrieben. Oh. So, das haben wir auch. Sag mal, diese Motte. Ach, hör doch mal auf, hier dauernd rumzufliegen.
Und hier waren wir noch nicht. Und sieht das? Nee, das sieht nicht danach aus. Das ist Schrott nur wieder, ne? Ach doch, also doch Treibstoff. Okay. Mach ich gerade Limbo oder was? Okay. Warte, ich klapp mich mal nach vorne über. Was auch immer da passiert ist. Ich glaube, gesund war das nicht. Ach, guck mal, da hinten ist wieder so ein Demon. Als ob. Boah, voll in den Sack. Voll in den Sack. Na klar war der wütend. Natürlich war der wütend. Das war nicht die feine englische Art gerade. Und er hat ja da auch nur noch Genitalfalten. Da ist ja sonst nichts mehr. Durch die Mutation. Da wäre ich halt auch wütend. Du alte Genitalfalte. Ja, ich glaube hier war... Oder? Ich weiß nicht. Huch! Was hat sich denn gerade ver... Oh, meine Tastatur ist weg. Hilfe? Hilfe? Meine Tastatur hat sich gerade verabschiedet. Warum? Ich kann nicht mal aufhören zu rennen. Hilfe! Ich kann nur mit der Maus machen. Was ist los? Warte mal. So, bleib mal bitte da. Ich... Mist, ich kann auch nicht Escape drücken. Ich... Hä? Warum auf einmal? Ich bin gleich wieder da. Moment. So, ich hoffe, die bleibt jetzt. Ne. Die Tastatur ist wieder da, aber ich höre nicht mehr auf zu laufen. Und zu fliegen. Ich kann nicht mehr aufhören zu laufen. WASD, nichts funktioniert mehr. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Oh, um Gottes Willen, was war das denn gerade? So, hier seine Streaming-Ecke, klar. Nein. Nein, einfach nein. Einfach. Jack, nein. Jax, nein. Jax, nein. Was? Ernsthaft? Das Auto, das gibt's schon gar nicht mehr, weißt du? Als ob die so tun, dass der den überfahren hat gerade. Hä, wie cool. Was für ein doofes Easter Egg. Wie geil ist das denn bitte? Wie nervig und wie geil. Schön. So, ich rufe den ADAC, ja? Puh. Ist das hier nicht... ist das hier nicht König der Löwen? Das sieht halt voll so aus, ne? Da müsste jetzt irgendwie so eine Orange oder sowas drauf liegen, eine Blutorange. Eines Tages wird das alles dir gehören. 84. Okay, 084. Okay, cool. Dankeschön. Nein! Nein! Was? Oh, no's. Oh, nö. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gespeichert habe. Ich laufe hier die ganze Zeit so rum. Oh, nein. Warum? Ich muss wirklich vor jedem Safe und jeder Truhe eigentlich auch speichern. Ach, Kacke. Hat das Gesicht verzogen und gesagt, dass sie mich umbringt, wenn ich sie nicht endlich in Ruhe lasse. Aber ich lasse nicht locker. Und ich weiß auch schon, was hilft. Blumen. Einfach noch mehr Blumen. Das ist... Oh! Oh! Okay. Ich finde die Frau sympathisch. Ich weiß nicht warum. Ich finde die Frau sympathisch. Ich möchte keinen Streit mit ihr haben, ja. Aber ich, schon eine gewisse Grundsympathie kann ich nicht leugnen. So.
Die braucht er nicht mehr. Knoblauch. Schön. Ach ja. Einfach noch mehr Blumen. Haben dann ja auch geholfen. Er hat seinen Frieden gefunden. Kaya weiß, da gibt's noch nichts Neues. Offene Rechnung, da ist ja auch noch nichts Neues. Niedere Dienste, noch nichts Neues. Falk vielleicht? Unser Freund Tobias Falk? Das ist nicht Falk. Hat er mich gerade voll mit den Füßen weggetreten. Hallo Wespe hier im Zimmer. Was? Ach, Pestfasan. Hallo Wespe. Da ist die Tür. Wespe, da ist die Tür. Da, nicht am Fenster. Gut. Eine Wespe habe ich jetzt auch hier im Zimmer. Dann kann er... Vielleicht kann ich auch mal gegen die fighten. Mit meinem Jetpack. Wespe versucht immer noch aus der Tür zu kommen, aber sie kriegt es einfach nicht hin. Okay. Ich werde ihr nachher mal helfen. So, da setzt er sich erstmal hin. Erstmal im Urlaubsmodus gerade. Macht erstmal schön Instagram-Foto. So. Chilling und Magellan. Hashtag woke up like this. So, oh, wieder liegen. Ich glaube, die mögen sich. Die chillen einfach zusammen. Sind Bros. Was macht er mit seiner Hand? Streichelt er sich? Ist schon ein bisschen sexy. Okay, danke, dass du aufgehört hast. Das war jetzt aber sehr lasziv. Wow. Gleich wird er demonetarisiert auf YouTube. So. Okay, er hier auch. Wo ist seine Hand? Wo ist... Alter. Schön, das lade ich gleich auf OnlyFans hoch. Junge, Junge, Junge. Was ist denn da los bei denen? Die scheinen ein bisschen ausgehungert zu sein seit damals. Ich kümmere mich darum. Ja, mach mal bitte. Hab ich gerade von meiner eigenen Stimme erschrocken. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich bin der Krunk und ich habe was eingesprochen. Hallo. So, okay, bloß raus hier. So, mein Freund, wie sieht's denn aus, hm? Gibt es überhaupt etwas, das dich aufhalten kann? Dein Umgang mit der Waffe, mir fehlen die Worte. So gut wie du war ich nie. Ah, YouTube-Kommentare. Hört sich einfach an wie YouTube-Kommentare. Ah, danke schön. Okay, die Händler haben... Ich liebe das. In den Kämpfen aus Versehen mal in eine falsche Fresse gehauen. Oh nein, wir müssen ja von vorne anfangen. Ich habe nicht zwischengespeichert. Da habe ich offenbar einiges. Ein Bild. Ja. Oh, das ist süß. Das ist schon irgendwie süß. Ja, yippie. Das ist irgendwie süß. 1, 2, 3, 4, 5. Sogar anatomisch korrekte Finger. Aber an der einen Hand. Die andere hat nur 4, aber vielleicht ist das auch die tatsächliche Anzahl der Finger. Das war ein sehr süßes Bild. Ja, richtiger Move. Was für ein widerliches Vieh, was? Ja, da sagst du was. Ja, aber auch nicht schlimmer als die meisten seiner Art. Ist es die Suche nach Nähe oder Abschottung vor gefährlicher Strahlung? Weder noch. Unsicherheit. Das ist kein Grafikfehler, das ist ein Feature. Warte mal, die Arena ist gerade auch so? Es ist passiert. Ravak hat Blut regnen lassen. Dieser Grafikfehler ist übrigens sehr geil. Ich ignoriere den mal gerade ein bisschen, ja? Nicht böse sein. Diese Bluteffekte. Sorry. Die Bluteffekte. Wen kann ich dabei brauchen? Ich frag mal unseren Freund Falk.
Tobias Falk hat vielleicht Zeit. Oh, oh, hier. Hä? Nein! Was? Oh nein, aber sag mir bitte nicht. Oh, bitte, 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 hab gespeichert. Bitte hab gespeichert. Ja, Gott sei Dank. Was war das denn? Habe ich vielleicht ein Mühe zu spät gedrückt? Man sieht den Boden leider auch nicht. Law Patrol in Sinta? Weiß ich nicht. Hä? Warte mal, Law Patrol? Hä? Warte mal, das ist doch... Ist das nicht Naked Gun? Das ist doch vom, hier von Nackte Kanone 22,5, oder? Das Cover, quasi, nur... Hä, wie geil! Wie cool ist das denn bitte? Darauf erstmal eine Energiezelle. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Ich hoffe, mich sieht immer durchs Fenster. Und das hier. Wir sind eine Gemeinde, ne? Da passt man auf sich gegenseitig auf. Es muss dieser Wohnort sein. Vielleicht die günstigen Mieten ziehen die her. Das ist es einfach. Die fühlen sich von günstigen Mieten angezogen. Deswegen schreien die auch immer so, help, wenn man die killt. Weil die Mietpreise auf deren Planeten sind völlig überteuert. Und jetzt sind wir auf Magellan gekommen, weil es hier noch bezahlbar ist aktuell. Ja, jetzt habe ich das Geheimnis von Elex gelöst. Ich habe die Motte gerade erledigt. Das ist natürlich doof, weil... ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Gib mir mal, warte, jetzt muss ich mit der anderen Hand. Ich bin sofort wieder da. Moment. Oh, huch. Ich habe gar nicht auf Pause... Also hier, die Weltzeit lief weiter. Ich habe gerade aus Versehen, hier ist mir die ganze Zeit so eine Motte oder sowas rumgeflogen und die ist dauernd um mich rumgeflogen und da habe ich die einmal kurz aus der Luft geschnappt und leider auch direkt erwischt und deswegen hatte ich dann eine tote Motte in der Hand. Und dann, naja, das war, ja. Muss ich mal kurz auswaschen gehen. Entschuldigung. Einfach nebenbei nochmal ein paar XP gesammelt hier. Ich habe ja auch sämtliche Zähne und so entfernt. Dies umschließt unter anderem auch eine neue Rüstung. Melde dich bei Askill im Rechen- und Forschungszentrum, wenn du einsehen willst, was du nun alles erwerben darfst. Warum so laut? Abgesehen davon nehme ich an, du hast Fragen über deinen neuen Rang. Das nehme ich auch an. Ah. Ups. Ach, ich liebe es. Ups. Oh Gott, jetzt sind hier auch RL angegriffen von der Motte. Ach, Mann. Was denn? Diese lahme Geschichte von deiner merkwürdigen Art, den Planeten vor der Vernichtung retten zu wollen? Du wusstest doch noch nicht einmal genau, was uns erwartet. Wir beide wussten genug, um das alles hier kommen zu sehen. Verdammt nochmal, das ist doch Wahnsinn. Was hätten wir anderes tun sollen? Weglaufen? So wie du es immer tust, wenn es kompliziert wird? Ich bin nicht weggelaufen. Nein, du hast dich nur verkrochen, sodass nur die Pestratten dich finden konnten. Du hast keine Ahnung, was ich alles getan habe, um die Menschen vor der nahenden Bedrohung zu überzeugen. Doch ihr freien Idioten seid mehr an euren kleinen Scharmützeln mit den benachbarten Gilden interessiert, als an dem Erhalt eurer eigenen Existenz. Wie hast du mich gerade genannt? Es ist alles ganz furchtbar. Alle Liebesszenen sind völlig verkorkst. Entschuldigung, alle Liebesszenen sind aber völlig verkorkst. Vielleicht fehlt mir die Romantik oder keine Ahnung. So. Vielen Dank. Die hatten gerade eben noch so ein schönes, die hatten so ein schönes Fest hier gerade noch. Überleg mal, du bist gerade hier, grillst ein bisschen mit deinen Freunden, so ahaha, trinkst so ein Bier mit deinen Banditenfreunden, weil ihr seid ja böse, so ahaha, heute wieder viel rumbanditet, hahaha, diese Banditigkeit, hahaha, geil. Und dann kommt einfach ein Typ um die Ecke und innerhalb von einer Minute ist alles vorbei und überall nur Blut und Leichen. Schwierig. Aber sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut.
Naja, ich bin mal gespannt. So oder so, die Former machen wir klein, alle vier. Und dann im Former. Jonas, down. Aliki, bum, bum, down. Ich seh nix. Wieso zieht die Maus immer nach oben? Hä? Hallo? Die Maus zieht immer nach oben. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder? Guck mal, ich hab keine Hände an Maus und Tastatur. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich kann... Och, Spiel... Hilfe! Okay, ich speichere mal kurz. Dann lade ich nochmal. Ich hoffe, es geht. Nein, geht nicht. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, ich bin... Oh, ich habe die Waffe nicht gewechselt. Ich habe auf 1 gedrückt, aber der hat die Waffe nicht gewechselt. Nein. Scheiße, ich habe zu schnell geschossen. Hupsi. Ja, na gut, das kann ja mal passieren. Nein, das kann es nicht. Na gut, also nochmal. Oh Gott. Das ist aber nicht Sohnemann, oder? Der ist ja gerade bei den Dingensen. Der ist ja gerade an der Burg. Bei den Kleriks. Ich verstehe gerade nicht, was die Kamerafahrt mir sagen soll. Hä? Ja. Was zum Teufel? Ja, das denke ich mir halt auch. Meine Worte, mein Freund, meine Worte. Okay. Oh, okay. Ich muss auch nochmal gucken. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn. Ich weiß nicht warum. Es ist so dumm. Aber ich finde es so gut. Oh, das ist doch sehr hoch. Ja, Vater. Schnell, mach das Tor auf. Ich kann nicht. Was? Was soll das heißen, du kannst nicht? Es geht nicht. Irgendetwas lässt mich nicht durch. Aber du hast doch Cassandras Schaltkreise übernommen. Ja, aber es geht nicht. Es tut mir leid. Och Mann. Verdammt nochmal, was machen wir jetzt? Es gibt noch eine Möglichkeit. Aber die wird dir nicht gefallen, Vater. Nein. Was? Nein. Was redest du da? Nein, nein. Ich werde das ganze System runterfahren. Nein. Nein, du wirst dich damit nur selbst eliminieren. Es gibt keinen anderen Weg, Vater. Ich muss es tun. Nein, Dex! Nein! Scheiße. Dex! Mein Sohn, ich werde dafür sorgen, dass dein Opfer nicht umsonst gewesen ist. Oh Mann. Vadex Beweggründe für seine Taten hatten offenbar mit seiner Angst vor dem kalten Elix-Entzug zu tun. Schwer zu glauben, wenn man ihn früher erlebt hat, als Commander am Hofe des Eispalastes. Der große Plan des Skyans. So langsam komme ich der Sache näher. Sag mal. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Aber... Oh Mann, mein Sohn ist tot. Ärgerlich. Sie haben Angst vor der totalen Vernichtung durch die Singularität. Das ist es, was sie antreibt. Und deswegen wollen die einen Planeten besetzen, wo die Singularität drauf zufliegt. Den die Singularität zerstören wird. Was? Die Herrschaft der Singularität.
Aber die ist bestimmt nett. Die will eure Kinder zurück. Und warum war das gerade so eine ganz komische Videoqualität? Entschuldigung, Fragen über Fragen. Und ich habe das Gefühl, die Antwort auf diese Fragen, und irgendwie gefühlt sind es ja wieder noch mehr Fragen als eigentlich nach Elex 1. Ja, Elex 3. Das war uns allen klar, oder? Ich glaube, das war uns allen klar. Es wundert, glaube ich, gerade niemanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mit dem Sohn, ne? Das war so. Diese Emotion, die da, wow. Ich bin immer noch ganz ergriffen. Ja, das ist, ja. Das war Elex 2. Zack, gegen die Wand geklatscht. Ih, der kratzt sich am Arsch. Schlimmer, ich glaube, der kratzt sich gar nicht. Ich glaube, der, ich will es nicht wissen. Zwei Finger Jones ist am Start. Na, wenn du das sagst. Starte ersten Verbindungsversuch. Oh! Oh! Nein, warum? Verbindung hergestellt. Rufe aber Daten ab. Eine intakte Datei gefunden. Gebe Inhalt wieder. Omas Vanillegeheimnis. 200 Milliliter Sahne, 200 Milliliter Milch, 2 Esslöffel Zucker. Crony? 4 Zentiliter Weinbrand. Ein Paket Vanillepudding. Das Puddingpulver in ein Glas. Crony? Inhaltswiedergabe unterbrochen. Klingt sehr lecker, mein Kleiner, aber ich glaube nicht, dass wir damit etwas anfangen können. Das meiste davon existiert nicht mehr. Oh, kein Vanillepudding mehr? In dieser Welt will man gar nicht leben. Geben wir sie den Mutanten. Boah! Was? Boah, hab ich mich erschrocken gerade. Damit habe ich nicht gerechnet. Shit. Geht sofort los. Da ist der Damm! Ja! Okay. Körper! Scheiße, Wasser verfehlt. Okay, ist aber egal. Wir kriegen das hin. Wir müssen uns gegen Frost bandagieren. Ja, guck mal. Ich probier mal. Da ist sogar ein Gebäude. Das ist doch der. Ist das der. Da hat doch Herbert, oder? Hat er nicht Herbert seine Show gehabt? Und das war der riesige. Guck mal, hier ist der Damm. Alter, wie cool. Warum ist das denn eigentlich. Warum ist das alles nicht drin? Warum ist das denn alles nicht im Spiel? Ich meine, es ist ja drin, aber es ist nicht drin. Warum? Oh, ich will da hin, aber gibt's nicht eine Mod, mit der man Frost ausstellen kann? Irgendeine Mod, mit der man da unbeschadet rumfliegen kann, nur zum Gucken? Das wäre irgendwie voll geil. Die Singularität. Ja, das war's jetzt also endgültig mit Elex 2. Ich glaube, wir haben alles geholt, gemacht, getan. Vielleicht versteckt sich noch irgendwo ein NPC vor uns. Vielleicht liegen noch irgendwo Items rum. Und ich weiß auf jeden Fall, sehr, sehr viele Gammeldönerwesen werden noch sehr viele andere Teleporter belagern, aber belassen wir es dabei. Das wäre jetzt einfach nur noch Gemetzel und Gemetzel und Gemetzel. Das ist nicht so, das bringt dann auch nicht mehr so viel. Und ich weiß auch nicht genau, was wir alles in Elex 3 übernehmen können. Ich freue mich auf Elex 3, bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, das Beste aus Elex 2 wird übernommen und das Beste aus Elex 1 auch. Ich finde, das Worldbuilding und die Lore ist in Elex 1 besser gelungen. So, das ist es halt. Das fuchst mich ein bisschen. Und ich tue mich wirklich schwer dabei,
hier so eine mündliche Rezension aus dem Stegreif zu halten, weil es ist kompliziert. Es ist etwas komplex. Man müsste ja Elex 2 eigentlich mit dem ersten Teil vergleichen. Ich will es nicht mit anderen Spielen vergleichen, sondern eigentlich nur mit dem Vorgänger. Und Elex 2 macht schon vieles richtig, aber vieles hat der Vorgänger auch besser gemacht. Muss ich leider sagen. Und alles, wo ich denke, dass es der Vorgänger irgendwie besser gemacht hat, kommt mir so vor, ich weiß es natürlich nicht, ich kann es halt auch nicht sagen, als hätte man vielleicht noch ein, zwei Jahre ruhig weiterentwickeln können. Ich weiß natürlich, ne? Ich weiß, es wurde langsam Zeit und der Abstand, ich glaube 5 Jahre war das auch seit Elex 1, ne? Und man hat auf jeden Fall viele, viele technische Neuigkeiten hier hingelegt. Zum Beispiel Lippensynchron. Ne, die Gespräche sind alle lippensynchron. So. Und das ist technisch erstellt und nicht irgendwie künstlich oder sonst irgendwas, sondern wirklich funktioniert auf technischer Ebene. Und soweit ich weiß, sehen die Charaktere diesmal auch deswegen so plastisch aus. Ne, also die Charaktere im ersten Teil haben mir auf jeden Fall viel besser gefallen. Im zweiten, Anfang sahen die alle aus ein bisschen wie Barbie-Puppen und so ganz komisch mit dem leuchtenden Zähnen und alles. Jetzt aber. Ja, Entschuldigung. Aber ich glaube, das ist einfach der technischen Entwicklung geschuldet. Und man hat sich auch dran gewöhnt. Inzwischen sehe ich das nicht mehr. Und ich glaube, ich verstehe auch, dass man es vielleicht bei der Entwicklung nicht gesehen hat oder so. Aber wenn man gerade aus Elex 1 gestolpert kommt, wo alle Charaktere so rau und ruppig aussehen, und dann kommst du hier rein und die sehen alle aus wie ein Deo-Stift. Guck mal, die makellose Haut da oben. Ja, das war eine ganz komische Umstellung. Ansonsten, wie ich sag's immer wieder gerne, das Spiel hat einfach Spaß gemacht. Obwohl ich hier und da geflucht habe, obwohl natürlich zahlreiche Bugs und Bibapo und lalala. Es spielt einfach keine Rolle. Piranha Bytes zieht da ein bisschen gleich mit Bethesda. Du siehst die ganzen Bugs und du siehst halt, ne, und da gibt's auch immer mal wieder ein paar Schwächen und so, hier und da, vielleicht auch grafisch oder bla, keine Ahnung. Wobei Elex 2 schon sehr nice aussah. Zuweilen, haben wir jetzt gerade die letzten Folgen ein bisschen gesehen, wenn wir rumgeflogen sind. Das hat schon sehr, sehr schöne Momente und sieht teilweise auch sehr geil aus, keine Frage. Hier aber im zweiten Teil gefühlt auch sehr oft sehr karg. So, weiß ich nicht. Obwohl, war Elex 1 karg? Das kann ich gerade nicht sagen. Elex 1 hatte ja auch viel Wüste. Ich bin aber nicht der Wüstenfreund. Ich mag es immer gerne grün. Naja. So, sehen wir uns wieder hoffentlich bei Elex 3. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommt. Und ich hoffe, dass die technischen Errungenschaften dann soweit stehen und man sich wieder mehr auf den Inhalt fokussieren kann. Da würde ich mich freuen. Die größte Schwäche von Elex 2 war meiner Meinung nach leider das ewige Rumgekloppe. Am Ende die Quests waren wirklich nicht schön. So, geh hier hin, töte 30 davon. Geh hier hin, töte 50 davon. Und dann nicht nur töte 50 davon, sondern auch nur mit doppelten HP und bla bla bla. Das war nicht schön. Das ist leider faules Quest-Design. Ich verstehe, wenn da Leute angreifen. Oh, ich muss husten. Entschuldigung. Ich verstehe, dass die Skynes natürlich angreifen und du hast auch Schlachten. Aber das ging schon sehr auf den Sack. das hätte man sehr viel interessanter gestalten können eigentlich. Ne? Also erste Chapter war super nice, weil wir alle Nebenquests gemacht und dann alle Quests, die wir hatten. Die nächsten von Chapter zu Chapter oder von Passus zu Passus wurden es immer weniger Story-Quests und immer mehr draufschlagen. Weil so viele wie Skyens gibt, wo kommen die alle her? Also gerade die humanoiden Skyens, das sind noch nicht alles Wissenschaftler, das ist alles, manche Sachen waren halt sehr an den Haaren herbeigezogen. Und auch das, und dann noch diese Szene mit dem Sohn. Entschuldigung. Ich musste daran denken. Es war mindestens genauso mitreißend. Es war einfach so, weiß ich nicht. Das ist, ja. Ja, das, nun. Egal. Ich freue mich trotzdem auf den nächsten Teil. Freue mich sehr drauf. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Ich bin raus. Euer Klaus. Gehabt euch wohl. Tschüss. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja! Oh! Oh! Yeah. Ach, Spinne auf dem Arm. Yeah. Wo kommen die denn her?
auf einmal so eine mittelgroße Spinne gerade über meinen Arm gekrabbelt, hat voll gekitzelt. Bin kein Freund von Spinnen. Was willst du wissen? Können wir jetzt nicht alles lernen, irgendwie gefühlt? Hier fliegt immer so. Geh weg. Geht schon. Mann, hier fliegt immer so eine Motte rum vor meinem Gesicht. Dann los. Mann, hau ab, Motte. So. Na, Motte, geht's dir gut? Soll ich von Motte grüßen? So. Die macht ihre eigene kleine Motte-Show. So, komm mal her. Ich will das. Hallo, Motte. Ich will das zwar nicht, aber. Sag mal, hau ab, Motte. Ich will das zwar nicht, aber. Naja, dann geht's nicht anders. So, das haben wir auch. Sag mal, diese Motte. Ach, hör doch mal auf, hier dauernd rumzufliegen. Hat er mich gerade voll mit den Füßen weggetreten. Hallo, Wespe hier im Zimmer. Was? Ach, Pestfasan. Hallo, Wespe. Da ist die Tür. Wespe, da ist die Tür. Da, nicht am Fenster. Gut. Eine Wespe habe ich jetzt auch hier im Zimmer. Dann keine. Vielleicht kann ich auch mal gegen die fighten. Mit meinem Jetpack. Wespe versucht immer noch aus der Tür zu kommen, aber sie kriegt es einfach nicht hin. Okay. Ich werde ihr nachher mal helfen. Ich habe die Motte gerade erledigt. Das ist natürlich doof, weil. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Gib mir mal. Warte, jetzt muss ich mit der anderen Hand. Ich bin sofort wieder da. Moment. Oh, huch. Ich habe gar nicht auf Pause. Also hier, die Weltzeit lief weiter. Ich habe gerade aus Versehen, hier ist mir die ganze Zeit so eine Motte oder sowas rumgeflogen und die ist dauernd um mich rumgeflogen und da habe ich die einmal kurz aus der Luft geschnappt und leider auch direkt erwischt und deswegen hatte ich dann eine tote Motte in der Hand. Und dann, naja, das war, ja. Muss ich mal kurz auswaschen gehen. Entschuldigung. Einfach nebenbei noch mal ein paar XP gesammelt hier. Ich habe ja auch sämtliche Zähne und so entfernt. Oh Gott, ich bin hier auch RL angegriffen von der Motte. Ach, Mann.